Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU und der öffentlich-rechtliche Rundfunk haben ja historisch gesehen ein gespaltenes Verhältnis. Schon Konrad Adenauer versuchte, eine ihm freundlich gesinnte Alternative zum sogenannten Rotfunk von der ARD zu schaffen. Und später war es Helmut Kohl, der aus ähnlichen Gründen das Kabel- und das Privatfernsehen zuließ. Und noch im Landtagsprotokoll vom 27. Januar 2016 lesen wir von Herrn Professor Sternberg, CDU, Zitat: Wir stehen für die Werbefreiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein. Wir werden unsere Position für Werbefreiheit in unser Wahlprogramm für 2017 aufnehmen, haben Sie nicht getan, und werden es nach der Landtagswahl im nächsten Jahr umsetzen. Das tun Sie nicht. Jetzt ist Herr Sternberg ja nicht mehr Mitglied des Hauses, aber die Union hat Mehrheiten. Und was hat die FDP gemacht? Die hatte einen Antrag eingebracht, wonach die Hörfunkprogramme des WDRs Ende dieses Jahres werbefrei gewesen wären. Dazu bemerkte Herr Nückel, der ist ja noch da, im Plenum zur Landesregierung, Zitat: Die jetzigen Trippelschritte, die Sie in diesem Rückzugsgefecht gegen die Werbefreiheit in einem durch Beiträge hochfinanzierten Sender machen, und das, was Sie hier abliefern, ist den bisherigen Debatten und Ankündigungen nicht würdig. Ihre Verrenkungen sind bemerkenswert. Herr Nückel, wenn das Trippelschritte waren, dann fahren Sie jetzt im Rückwärtsgang. Denn in Wahrheit, und das wissen wir ja alle, wollen Sie doch gar nicht am öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendetwas ändern. Herr Laschet kommt ja mit den Lobhudeleien für den WDR gar nicht mehr nach. Und die FDP, die sie in der Opposition gerne mal kritisch gibt, ist wieder mal dem Dienstwagenliberalismus verfallen. Während die gesellschaftliche Akzeptanz für gebührenfinanziertes Radio und Fernsehen gerade bei der jungen Generation kaum noch messbar ist, erzählt der Herr Ministerpräsident im Medienausschuss, dass man doch gerade in diesen Zeiten einen Staatsfunk brauche, womit er meint, dass die Bürger dank des Internets und sozialer Medien endlich die Möglichkeit haben, sich frei und unabhängig zu informieren. Das behagt Ihnen allen hier freilich nicht, denn es sind nicht mehr Ihre Parteifreunde im Rundfunkrat, die die Kontrolle über die Informationen der Bevölkerung haben. Es ist die Bevölkerung selbst. Die teuerste und größte Filterblase der Welt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat ausgedient, meine Damen und Herren. Und Sie können und wollen offensichtlich das Leiden noch etwas verlängern, aber Sie werden es auf Dauer nicht verhindern können. Und meine Damen und Herren von der Landesregierung, es wundert ja nicht, dass Sie jetzt, wo Sie an der Macht sind, das Wohlwollen des mächtigen WDR nicht leichtfertig aufs Spiel setzen wollen. Aus demselben Grund haben Sie sich ja auch den Eigentümer eines der größten privaten Medienunternehmen in NRW mit einem Ministerposten eingekauft. So funktioniert das in Bananenrepubliken, so funktionierte das bei Berlusconi. Sie wollen keine freie, staatsferne oder gar kritische Berichterstattung, Sie wollen Erfüllungsgehilfen für Ihre Politik. Es wird Sie nicht wundern, aber die AfD wird da sicher nicht mitgehen. Erstens halten wir uns an unsere Wahlversprechen und zweitens fordern wir eine massive Reduktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hin zu einer wirklichen Grundversorgung. Ein solcher Rundfunk muss dann natürlich auch werbefrei sein und darf privaten Wettbewerbern nicht die dringend benötigten Werbemittel streitig machen. Und es ist auch übrigens völlig egal, ob das Wettbewerber im Radio sind oder im Internet. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf machen Sie NRW dagegen zum medienpolitischen Geisterfahrer in Deutschland und vergehen sich ohne Not am Medienstandort. Meine Damen und Herren von der CDU und der FDP, erinnern Sie sich an Ihre Wahlversprechen oder wir werden es weiterhin tun.